Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fachbereich Wirtschaft. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien. Jetzt geht's in den Endspurt. 9. Klasse. Am Ende vom Jahr wartet die Projektprüfung auf euch. Bis soweit ist, gebe ich euch jetzt einen kleinen Überblick, was wir das ganze Jahr über machen und wie dann die Projektprüfung aussieht. Das behandle ich noch Mitte des Jahres. Da gibt es vorher ein kleines Übungsprojekt. Jetzt aber dazu, was wir dieses Jahr machen werden. Ich habe hier so ein bisschen eine Aufteilung gemacht. Die einzelnen Themen, die kommen aus dem Lehrplan für die Mittelschule. Und wir sehen hier Dokumentengestaltung, Tabellenkalkulation, EDV, Internetanwendungen. Das kennt ihr aus den vorhergehenden Jahren. Was hier in der 9. Klasse neu ist, ihr seht hier immer den roten Balken, da steht dann Übungsbüro. Ich zeige euch noch eine andere Aufteilung und zwar hier der Jahresablauf. Also diese einzelnen Themen entsprechen diesen Überpunkten hier und dann kann man sehen, wann diese einzelnen Themen zeitlich hier drankommen. Also hier ist der Jahresablauf. Dieses Graue, das sind entsprechend die Ferien. Also wir haben hier Herbstferien, Weihnachtsferien, Fasching, Ostern und Pfingsten. Und hier in dieser Woche oder eins vorher, wissen wir noch nicht, da findet schon die Prüfung statt. Also hier ist dann Schluss. Für die M-Schüler natürlich noch nicht. Da geht es dann bis zum Ende vom Schuljahr. Und hier werden die einzelnen Themen hier zeitlich eingeordnet. Das heißt hier Dokumente und Bildschirmpräsentation. Damit befassen wir uns dann praktisch bis Weihnachten. Formularfunktion kommt dann nach Weihnachten dran, Tabellenkalkulation ebenfalls nach Weihnachten. So ist das Ganze also aufgebaut. Was ständig zum Tragen kommt, ist hier Schreibtechnik. Das werden wir also jedes Mal machen. Und die roten Punkte, das sind die Proben, die wir anvisieren, ob wir jetzt genau diesen Termin dann einhalten können. Wir müssen ja vorher natürlich entsprechend Stoff machen. Wissen wir noch nicht, aber so eine grobe Richtlinie haben wir dann, wie viele Proben wir dann bis wann haben sollten. Ja, dann machen wir weiter hier in dieser Stoffübersicht zum Übungsbüro. Es wird also dann einen Bereich geben, der nennt sich so und die Inhalte stehen hier entsprechend drunter. Und man sieht hier beim Jahresablauf, hier unten steht Übungsbüro. Das heißt, wir werden uns dann halt nach Ostern bis Pfingsten ein Übungsbüro aufbauen. Es wird praktisch so ablaufen wie in einem richtigen Büro mit entsprechenden Arbeitsaufträgen. Und was dann da dran kommt, das ist praktisch unterm Jahr schon geübt worden und im Übungsbüro kommt das Ganze zur Anwendung. Hier unten sehen wir noch den Probenplan. Da steht dann genau drin, wie die Proben sein werden, was da der Inhalt, Thema ist. Dann gehen wir mal weiter. 10-Finger-Texteingabe. Dazu habe ich ein Schreibportal gefunden, Schreibtrainer Online. Hier melden wir uns entsprechend an. Hier besteht auch die Möglichkeit, nochmal das Tastenfeld von Anfang an Schritt für Schritt zu erlernen. Falls ihr hin und wieder doch noch auf die Tastatur sehen müsst oder falls ihr das gar nicht können sollte, ist es eine gute Hilfe, hier noch einmal einsteigen zu können. Ja, was ich noch habe, ist ein YouTube-Kanal, den müsstet ihr eigentlich schon kennen. Ich habe hier die ganzen Inhalte abgefilmt, auf was es ankommt, wie das Schritt für Schritt abläuft und hier unter Videos. Da findet man also sämtliche Videos, die ich hier entsprechend schon reingestellt habe. Allerdings ist das ziemlich unübersichtlich. Am besten klickt man hier auf Playlists. Und dann sieht man hier entsprechend die einzelnen Kategorien, also Word, Word-Tabellen, Word-Grafiken, Excel. Und wenn ich dann da reinklicke, dann finde ich mich viel besser zurecht. Gut, in Word, das sind jetzt 28 Videos drin, aber das ist noch wesentlich weniger als die über 200 Videos, die mittlerweile auf diesem Kanal zu finden sind. Und hier findet man sich auf alle Fälle besser zurecht. Ja.
Schauen wir uns die Stoffverteilung weiter an, also 10 Finger Texteingabe, das machen wir mit dem Schreibtrainer online. Dann Korrespondenz ist wieder ein großes Thema hier in der 9. Klasse. Hier schauen wir uns speziell den Geschäftsbrief an und was Serienbriefe sind, auch Geschäftsgespräche und hier im Übungsbüro, da kommen dann wieder diese Inhalte hier zum Tragen. Dann haben wir wie jedes Jahr auch Arbeit und Beruf wieder Themen, speziell mit dem Praktikum in Kombination. Dann haben wir noch das Thema der Betrieb. Dann wichtig, und zwar schon auf die Projektprüfung hingesehen. Auch die M-Schüler haben dann eine Projektprüfung, die machen die dann als externe Schüler. Das heißt, die Jahresfortgangsnote wird dann nicht mit reingerechnet. Zur Projektprüfung gibt es auch gesondertes Video, das ihr euch dann anschauen könnt. Und dieses Thema Projekt, Werbeaktion gestalten, das wird dann das sogenannte Übungsprojekt werden, das dann genauso ablaufen soll wie in der Prüfung selber. Ja, und als letzten Punkt haben wir noch wirtschaftliches Handeln, Buchführung. Hier wiederholen wir noch mal kurz die Inhalte vom letzten Jahr und neu sind dann Aufwand- und Ertragskonten. Hier unten wieder Probenplan. Ihr bekommt diesen Plan hier, dann könnt ihr entsprechend selber immer nachschauen, hier entsprechend abhaken, was wir schon durch haben. Hier seitlich habe ich dann noch mal die einzelnen Termine, die wir haben. Dann sehen wir also immer, wie viel Veranstaltungen haben wir dann noch bis zu den nächsten Ferien, bis zum Ende des Halbjahres oder dann bis zur Prüfung. Ja, was noch ganz wichtig wäre, und zwar, ich habe hier nochmal meinen Hinweis auf die digitale Schultasche. Das heißt, ihr solltet einen USB-Stick immer dabei haben, wo ihr eure Dateien abspeichern könnt. In der Schule speichern ist schwierig, weil der Computerraum umgestellt wurde. Das heißt, ihr müsst auf dem USB-Stick speichern. Wenn ihr irgendwas drauf habt, was ihr dann für die nächste Woche auch wieder braucht, dann müsst ihr den bitte dabei haben, nicht vergessen. Und was ganz toll ist, wenn ihr diesen USB-Stick als digitale Schultasche verwendet, das heißt, man installiert hier ein Programmpaket, was dann hier alles dabei ist. Das sieht man hier, 7-Zip, Audacity, Firefox ist dabei, LibreOffice, ein komplettes kostenloses Office-Programm ist hier dabei, Skype ist dabei, Sunbird braucht man dann. Ja, und Sudoku und Schach, ein kleines Spiel ist auch noch dabei und vor allem auch XMind, ein Mind-Manager. Ja, wie die digitale Schultasche installiert wird, dafür gibt es auch ein Video und zwar in der Playlist Digitale Schultasche, nehme ich an, so heißt es. Wo haben wir es dann? Hier haben wir die digitale Schultasche und hier ist dann auch schon zu finden, wie installiert man das Ganze auf einem USB-Stick und hier drunter sind noch ein paar Programme davon vorgestellt. Ja, was brauchen wir im Unterricht? Also den USB-Stick. Achtet darauf, dass es ein USB-3-Stick ist, dass die Zugriffsraten ziemlich schnell sind oder wenn man Programme vom Stick startet, dass das nicht ewig braucht, macht dann nämlich wirklich keinen Spaß. Dann solltet ihr einen Leitsordner haben mit neuen Registerkarten. Die Registerkarten orientieren sich dann an den Themenbereichen hier, also hier Dokumentengestaltung, Tabellenkalkulation, EDV-Internetanwendungen bis hin zu 9.9 wirtschaftliches Handeln. Gut, ja. Dann war es das soweit und ich freue mich auf den Start und bin schon ganz gespannt. Okay, bis dann.